Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir einen Vollbrand mit Teileinstürzen des Gebäudes, eines Rewe-Marktes mit angrenzendem Lagerbereich. Es gab 4 bis 5 Explosionen, wobei wir davon ausgehen, dass es sich hier um Sprühflaschen, also Druckgasbehälter in kleiner Form handelte. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt etwa 200 Einsatzkräfte. Diese sind aus dem Stadtgebiet Frechen, Stadtgebiet Kerpen, Hulheim, Hürth und der BF Köln vor Ort. Also es wird jetzt Schaum eingesetzt, um einen größtmöglichen Löscherfolg zu erzielen, weil derzeit keine Kräfte in das Gebäude reingehen, weil es da noch mit Einstürzen zu rechnen ist, also auch Dacheinstürzen. Und der Schaum wird jetzt eingesetzt, um größeren Löscherfolg frühestmöglich zu erzielen.